Liebert erreichbar. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Ja, hallo. Schatz, ich bin's. Bist du da? Schatz? Aber unser Liebesleben hat sowieso eher olympischen Charakter. Alle 4 Jahre und dabei sein ist alles. Naja, aber wenn Kinder im Haus sind, muss man ja immer damit rechnen, dass eines zur Unzeit im elterlichen Schlafzimmer erscheint, nicht? Da sind von vornherein exotische Liebespositionen wie die vorderindische Beinschere ausgeschlossen. Da man ja in Sekundenschnelle in die meine Eltern schlafen tief und Feststellung zurückkehren muss bei Heranwachsen eines Kindes. So immer soll man bei Frauen alles spüren. Den rechten Zeitpunkt, die schwache Sekunde erwischen. Das ist aber gar nicht so leicht. Erst recht nicht für heranwachsende Jungs mit einsetzender Geschlechtsreife. Die rennen den ganzen Tag mit so einer Dauererektion durch die Gegend. Da haben die kein Gespür für den rechten Zeitpunkt, für die schwache Sekunde. Deren rechter Zeitpunkt ist die ganze Zeit. Die schwache Sekunde hält an. Ganze Pubertät, vielleicht auch länger. Die wollen einfach nur wissen, wie ist es, mit einer Frau zu schlafen. Wie ist es, sie zu berühren, sie zu spüren, sie zu küssen, sie zu riechen? Wie ist das erste Mal? Pudel haben kurze Schwänze. Man kann ihnen ständig ins Arschloch gucken. Ekelhaft. Der Pudel war immer da. Im Bett, mit seinem Arschloch. Und blieb. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, mein erstes Mal im Beisein eines Pudels zu erleben. Ja, das hätte womöglich weitreichende, bis heute anhaltende psychische Störung bei mir verursacht. Was wäre denn gewesen, wenn ich plötzlich Gefallen dran gefunden hätte an der Anwesenheit eines Pudels? Hä? Könnte ich heute nur, wenn die Frau einen Pudel hat, oder was? Gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir? Scheißegal, da ist ein Pudel. Schatz, das Unterhautgewebe deiner Oberschenkel beginnt Andeutung partieller Unebenheiten aufzuweisen. So, nun was gesagt. Ja, ihr Gesicht reichte die Scheidung ein. Aber meine Haare gehen nicht einfach aus, die desertieren. Aus ehemals stolzen, kräftigen, glänzenden Haardivisionen werden lose Kampfverbände mit geschwächter Moral, die die Stimmung in der Truppe so runterreißen, dass nur noch Einzelkämpfer übrig bleiben. Wenn überhaupt. Oh, ja. Was hat das zur Folge? Dass ich als Hauttyp 0,5 im Hochsommer, wenn wir denn mal einen haben, ja, sogar noch meinen Sonnenhut mit eincremen muss. Meine Beine, ach Schatz, du, da ist glaube ich überhaupt noch nicht zu sehen. Das ist, meine Beine, womöglich ist das Ganze auch nur so eine Vermutung von mir, die man jetzt mit ein bisschen Bewegung, meine Beine, es gab Zeiten, wo der Herr Heimtrainer kaputt gegangen ist, wenn ich auch nur den Rocksaum gelüftet habe. So, ich erfuhr jetzt, dass sie mir unter Schmerzen die Kinder geboren hatte, dass seither jene kritisierten Extremitäten unter Doppel- und Dreifachbelastung schmerzten, dass führende Orthopäden und Bademeister ihre bezaubernden Beine anbieten würden und überhaupt solle ich mir doch mal die Staatsreserve Wellfleisch ansehen, die ich über meinen Bauchmuskeln eingelagert hätte. Nein, ich stehe eigentlich auf die altdeutschen Namen. Ich wollte, dass unser Kind einen altdeutschen Namen bekommt. Meine Frau allerdings wollte lieber was Spanisches. Wir haben uns gestritten, wochenlang. Altdeutsch, Spanisch, Spanisch, Altdeutsch. Zum Schluss haben wir uns dann erstmal auf einen Arbeitstitel geeinigt. Penelope Horst. Ja, meinen Sie, lachen. Aber man muss ja aufpassen, nicht? Dass es nicht peinlich wird mit der Wahl des Namens eines Kindes. Ich meine, ganz peinlich ist es ja zum Beispiel, wenn die Kinder nach den Städten benannt werden, in denen sie entstanden sind. Chelsea, Brooklyn, Paris. Ich nehme mein Kind ja auch nicht Dorstfeld. Hä? Aber was sagt das jetzt über die Qualität der Exemplare mit degeneriertem Behaarungsvermögen aus? Nix. Gar nichts. Und es führt höchstens zu der quälenden Frage, kann man in Würde verglatzen? Und die Antwort lautet, nein, nein, oder was, nein! Omenblößte Männer müssen sehr viel innere Stärke beweisen, um nicht vor jedem Spiegelflan zusammenzubrechen. Ja, und da helfen auch pseudolockere Aussagen nichts wie,
Baby, ich zieh die Haare da oben ab und bring die unten ganz groß raus. Also wenn Frauen, ja, ihre Schenkel mit blickdichten Strumpfhosen oder Fischernetzgeweben bedecken, erwarten sie standardmäßig offene Münder und spontane Fortpflanzungsangebote. Wenn jetzt aber ein Mann seine, na, vielleicht oftmals viel wohlgeformteren Beine in Langwäsche steckt, gilt das auch bei humormäßig schwer entflammbaren Menschen als Riesenbrüller. Ich sehe jetzt aber gar nicht ein, warum ich mir im Winterfrost eine Reizblase anfrieren soll. Ehrlich, jetzt zieh doch die langen Dinge aus. Wie sieht denn das aus? Kein Mensch trägt sowas, ehrlich. Nur weil Winter ist, also so kalt ist es auch nicht. Du bist manchmal sowas von zwanghaft. Woher hast du das? Von deiner Mutter? Ja, hab ich von meiner Mutter. Ja, sicher. Ich meine, ich möchte doch nicht mit draußen einen Arsch abfrieren, ne? Oder zumindest 2 oder 3 Zehen. Ich heiße doch nicht Reinhold Messner. Meine Mutter ruft mich heute immer noch Anfang Oktober an und sagt, Junge, zieh eine Mütze auf, es ist Winter. Ich mach das auch. Ja, es erfrieren Menschen draußen im Winter. Das ist fakt traurig, aber wahr. Aber haben Sie jetzt schon mal gehört, dass Menschen im Winter draußen an einem Hitzeschlag sterben, bloß weil sie zu viel anhatten? Elendig verreckt an einer Überdosis des hochgefährlichen Jack-Wolfskin-Stoffes. Sagt mein Kumpel Ulfi letztens zu mir. Hör mal, hier, mit den langen Dingern, die du immer trägst, ist aber echt ein bisschen kritisch, du. Also deine Frau hat irgendwie recht, mit der Hosenwärme ist nicht gut, zu viel Hitze um die Eier. Haben sie in der ARD auch gesagt. Die Keimdrüsen müssen eher kühl gehalten werden, sonst leidet die Qualität des Spermas. Da sitzen auch noch welche. Wenn ich meiner Tochter beim Spielen zuschaue, ja, und sehe, wie sich ihr komplettes Kinderzimmer über die ganze Wohnung verteilt, sie mit ihren schokoladenbeschmierten Fingern die Tapete im Wohnzimmer und im Flur bearbeitet, dann weiß ich, ich brauche kein Qualitätsperma mehr. Das bestimmt nicht. Was? Lachen Sie oder ersticken Sie? Die Geschichte der intersexuellen Kontakte ist lang und voller Leid. Ja, sicher, natürlich. Denn seit jeher werden die heranwachsenden Damen von ihren Müttern, aber auch von ihren offenbar vergesslichen Vätern mit völlig untauglichen Regeln zur Gattenauswahl ausgestattet.